Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es gibt gleich mehrere Anlässe, warum wir dieses Thema aufgerufen haben für die Debatte in der heutigen Landtagssitzung. Zum einen eine Beratung des Wirtschaftsausschusses, in dem es um die medizinische Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern ging, und dabei spielte auch eine Rolle, dass wir angehalten wurden durch die Gäste, die Expertinnen und Experten, darüber nachzudenken, wie es denn mit der Großgeräteversorgung sowohl im Krankenhausbereich als auch im ambulanten Bereich wäre. Von Wildwuchs war die Rede. Und wenn wir im Nachgang dieses Thema für uns nochmal bearbeitet haben in der Linksfraktion, spielten zwei Dinge eine Rolle, die auch in der jüngeren Vergangenheit lagen. Anfang 2016 ist hier in Schwerin durch die Helios-Kliniken sind erste herzchirurgische Eingriffe in einer Kooperation mit der Uniklinik Rostock durchgeführt worden. Damals ist der Fakt von den Leistungserbringern hoch gelobt worden. Das hat ganz gewiss auch viel Gutes bewirkt. Gleichwohl hat es damals unter Expertinnen und Experten schon eine Rolle gespielt. Wie ist es denn eigentlich mit der Angebotsdichte in unserem Land, wenn wir in Rostock ein Herzzentrum haben, in Karlsburg und Leistungen auch in Lübeck erbracht werden und in Hamburg? Und insofern stand die Frage, ob medizinische Großgeräte eben auch ein Argument im Standortwettbewerb sind. Im vergangenen Jahr, nun ein weiterer Anlass, uns des Themas anzunehmen, im vergangenen Jahr wechselte ein komplettes Ärzteteam, allesamt Herzspezialisten, vom Bonhoeffer Klinikum Neubrandenburg in das nur wenige Kilometer entfernte Dermina-Kreiskrankenhaus. Das Neubrandenburger Krankenhaus hatte die Technik und akquirierte ein neues Ärzteteam. Das Dermina Krankenhaus hatte ein neues Ärzteteam und beschaffte sich die neue Medizintechnik. Seitdem befinden sich in einem engen Radius gleich mehrere Linkskatheter-Messplätze. Für uns seitens der Linksfraktion ergaben sich gleich mehrere Fragen. Welche medizintechnischen Entwicklungen vollziehen sich derzeit? Welche Angebote und Leistungen, die mithilfe von Krankenhausgroßgeräten erbracht werden, gibt es eigentlich im Land? Welchen Bedarf gibt es und wie wird das sich entwickeln? Was ist gerechtfertigt und was ist Ressourcenverschwendung? In welchem Maße folgt die Inanspruchnahme von Leistungen mit Hilfe medizinischer Großgeräte dem zunehmenden Angebot? Werden medizinische Großgeräte hierzulande Gelddruckmaschinen auf Kosten der Versicherten und Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, oder sind sie unumgänglich notwendige Mittel zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und der Lebensqualität? Wir meinen, es gibt gute Gründe, genau hinzuschauen und zwei Dinge zu bedenken. Erstens, wie steht es um die Versorgung mit Hilfe von Krankenhausgroßgeräten und was ist jetzt und in absehbarer Zukunft bedarfsgerecht? Und zweitens, ist es mit Blick auf den Bedarf und die vorhandenen Ressourcen geboten, zu einer Großgeräteplanung zurückzukehren, wie es sie vor knapp 20 Jahren oder vor circa 20 Jahren bereits gab? Sehr geehrte Damen und Herren, medizinische Großgeräte sind einzelne oder miteinander verbundene Instrumente, Apparate bzw. Vorrichtungen einschließlich der dazugehörigen Software für diagnostische und therapeutische Zwecke zur Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten. Medizinische Großgeräte sind spätestens seit der Anwendung der Röntgentechnik zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebräuchlich. Seit Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts bilden sie eine eigene Kategorie in der angewandten Medizintechnik. Zu den medizinisch-technischen Großgeräten gehören Dialysegeräte, Herz-Lungen-Maschine, Linearbeschleuniger und anderes mehr. Ihre Verwendung hat in den letzten Jahren zugenommen. In welchem Maße ist nicht vollständig bekannt. Erfasst sind medizinisch-technische Großgeräte zumindest in Krankenhäusern und dort auch nicht vollständig erfasst. Aber weitestgehend. Aus der vorliegenden bundesweiten Statistik geht hervor, dass die Zahl der Computertomographen in den vergangenen 20 Jahren um 9,4%, der Kernspintomographen um 93,2%, der Stoßwellenlithotriper um 231%, der Positronenemissionscomputertomographen, die sogenannten PET-Geräte, um 480% gestiegen ist. Insgesamt
hat sich zwischen 1997 und 2016 die Zahl medizinisch-technischer Großgeräte in den Krankenhäusern in Deutschland von 2.845 auf 12.150 erhöht und somit mehr als vervierfacht. Ungezählt sind die medizinisch-technischen Großgeräte im ambulanten Bereich. Die Kenntnisse über die Entwicklung auf dem Gebiet der Großgerätetechnik in Mecklenburg-Vorpommern sind rudimentär. Wir wissen um derzeit 22 Herzkathetermessplätze. Aus dem aktuell vorliegenden Herzbericht einer sektorenübergreifenden Versorgungsanalyse der Deutschen Herzstiftung wissen wir, dass verglichen mit anderen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern gemessen je Einwohnerinnen und Einwohner die drittgrößte Dichte an Linksherzkathetermessplätzen hat. Auf 73.212 Einwohnerinnen und Einwohner kommt ein Messplatz. Nur Hamburg und Brandenburg haben eine höhere Dichte. Dies aus zwei erklärbaren Gründen. Hamburg versorgt das Umland mit und Brandenburg bietet Leistungen im Gürtel der Metropole Berlin. Es gibt verschiedene Gründe für die Zunahme von Großgeräten. Da ist die technologische Entwicklung. Wir wissen, was technisch-technologisch möglich ist, drängt zur Anwendung. Großgeräte ermöglichen neue Behandlungsmethoden. Diese haben wiederum die Eigenschaft, sich zu verselbstständigen. Großgeräte schaffen augenscheinlich einen zunehmenden Bedarf an medizinischen Leistungen, sollen sie sich doch amortisieren. Neue Großgeräte ersetzen selten alte, noch in Verwendung befindliche Geräte. Man spricht deshalb auch vom Additionseffekt. Eine Zunahme von Großgeräten bewirkt nicht selten Doppelstrukturen. Diese in zweifacher Hinsicht. Einmal entwickeln sich durch räumliche Dichte vorhandener Großgeräte an Krankenhäusern Doppelstrukturen. Zum anderen gibt es Doppelstrukturen durch das Vorhandensein von medizintechnischen Großgeräten im ambulanten und stationären Bereich. Die Anbieter einer unregulierten Marktwirtschaft mögen sagen, so funktioniert er eben der Markt. Und sie verweisen auf die von Adam Smith vor ca. 220 Jahren beschriebene unsichtbare Hand des Marktes mit seiner Selbstregulierung. Die Entwicklung damit abzutun, hieße aus unserer Sicht aber fahrlässig zu handeln. Denn nicht bedarfsgerecht eingesetzte Ressourcen führen zur Unter-, Über- oder Fehlversorgung. Diese wurde vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen bereits im Jahre 2000 beklagt. Von Überversorgung ist die Rede, wenn Leistungen erbracht werden, die über den individuellen Bedarf hinaus erbracht werden, ob aus Einkommensgründen oder Marketinginteressen oder aus Unwissenheit. Von Unterversorgung ist die Rede, wenn trotz anerkannten Bedarfs Gesundheitsleistungen vorenthalten werden. Von Fehlversorgung ist auszugehen, wenn bei einer Versorgung mit Leistung vermeidbarer Schaden entsteht. Dieser kann mit Über- oder Unterversorgung einhergehen. Mit unserem Antrag wollen wir Antwort darauf, wie es um den Bedarf an medizinischen Großgeräten steht. Und wir wollen einen neuen Impuls setzen, darüber nachzudenken, ob wir nicht doch eine Steuerung beim Einsatz von Großgeräten einführen sollten. Denn jede Form von Ressourcenverschwendung ist genau betrachtet ein schweres Vergehen. Verschwendete Ressourcen auf der einen Seite sind vorenthaltene Hilfeleistungen auf der anderen Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben ja die seltene Gabe, Herr Renz, immer so Haltungsnoten zu verteilen. Und wir sind uns in der Fraktion ziemlich einig, dass das so erklärbar Qualitäten hat. Aber das haben wir dahingestellt, was also Beweise betrifft. Ich möchte Ihnen eine Leseempfehlung geben, weil das ein ziemlich aktuelles Material ist. Es ist der Herzbericht, von dem ich vorhin gesprochen habe, von der Stiftung. Die haben also sehr weit gefächert aufgelistet, wie ist die Entwicklung, in diesem Fall der Linksherzkatheter-Messplätze, der Interventionen. Wir haben ja festgestellt, die Datenlage ist nicht so, dass wir sagen können, wir haben schon den Durchblick. Das macht ja auch begründet unseren Vorstoß. Aber wenn Sie sich das anschauen, die Tabellen sprechen für sich und auch die Diagramme. Und es ist erkennbar, dass mit steigendem Angebot auch steigende Interventionen beziehungsweise Behandlungen anfallen. Es geht nicht linear hoch, da gibt es auch gewisse Wellenbewegungen. Das hat dann sehr verschiedene Gründe. Gleichwohl finden Sie darin sehr viele Argumente
die das nochmal untermauern, was wir hier vorgetragen haben. Ich möchte nochmal auf Herrn Minister Glawe zurückkommen und auch auf weitere Redner, die ja deutlich gemacht haben, also Handlungsbedarf haben wir schon. Und nun ist in Zweifel gezogen worden, insbesondere von Herrn Dr. Jess, vielen Dank, dass Sie sich da auch so sehr vertiefend mit auseinandergesetzt haben, ist in Zweifel gesetzt worden, ob das möglich ist, das zu erheben. Also das macht eine Menge Arbeit. Wir haben in der Fraktion zunächst überlegt, ob man das im Wege einer Anfrage mitnichten. Also es ist kein leichtes Unterfangen, weil eben so viele unterwegs sind. Und die Datenlage müsste zusammengetragen werden, eben aus dem stationären Bereich, aus dem ambulanten Bereich und da wiederum die Kassen im Blick haben. Das ist eine Heidenarbeit, ist keine Frage, aber am Ende, und das ist ein ganz entscheidender Punkt für uns, weil Herr Heidorn sagte, wir würden jetzt, nehmen Sie jetzt mal meine Worte, eine Pirouette drehen und da zu einer anderen Argumentation kommen und müssten in der Fraktion nochmal die Meinungsbildung klären. Wissen Sie, an dieser Stelle geht es jetzt nicht um Kostendämpfung. Da sind Sie auf der falschen Fährte. Uns geht es um die Frage der Bedarfsgerechtigkeit. Herr Koplin, gestatten Sie eine Anfrage des Abgeordneten Herrn Heidorn? Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Koplin. Ich stelle mir die Frage, was wäre, wenn? Also wir hätten jetzt eine derartige Großgeräteplanung und diese Großgeräteplanung käme jetzt also halt zum bestimmten Ergebnis und dann gibt es Standorte, die kriegen Großgeräte, andere kriegen jetzt keine. Und jetzt gibt es einen Standort mit dem Krankenhaus, der kriegt jetzt kein Großgerät und jetzt bildet sich da eine Bürgerinitiative, die fühlen sich schlechter versorgt als an anderer Stelle und so weiter und so fort. Wie wäre denn Ihre Haltung? Würden Sie dann also sich hinter die Großgeräteplanung versammeln und sagen, es ist mir völlig egal, was an der Stelle passiert, wir haben die Großgeräteplanung und die wird jetzt auch durchgesetzt? Ja, also erstmal vielen Dank für die Frage. Bitte schön. Die Frage offenbart ja, dass Sie dirigistisches Denken unterstellen. Und das ist mitnichten so. Also wir haben ja eine Situation, die ein dirigistisches Vorgehen nicht ermöglicht. Und das ist auch gut so. Nun hat Herr Dr. Jess vorgeschlagen, man müsste Vertrauen haben in die Leistungserbringer. Das kann man im gewissen Sinne auch voraussetzen. Die Mechanismen sind nur so, dass sie wirken, als würden wir einem Tiger dann abverlangen wollen, er solle zukünftig nur noch Blattwerk fressen. Die Prozesse sind so, sie müssen Gewinne schaffen. Und nun ist die Frage, wenn wir das nicht dirigistisch machen wollen, und wenn wir auf die Einsicht in gewinnorientierten Prozessen nicht bauen können, muss es einen Ansatz geben. Und wir haben nichts anderes mit dem Antrag gewollt. Es muss einen Ansatz geben, der dort wieder ansetzt, wo 1997 aufgehört wurde. Nämlich bei der Selbstverwaltung und der Verständigung innerhalb der Selbstverwaltung. Das müsste auch, damit würde ich die Antwort dann abschließen wollen Ihnen gegenüber, das müsste auch in deren Interesse sein. Und ich bleibe nochmal bei dem Beispiel, was ich vorhin nur skizziert habe. In Neubrandenburg am Bonhoeffer Klinikum brannte vor einiger Zeit richtig der Baum, weil der Geschäftsführung ziemlich spontan und unvermittelt, hatte sich nicht so nicht angedeutet, die Mannschaft sagte, wir werden zu einem bestimmten Stichtag das Haus verlassen und gehen woanders hin. Und damit verbunden sind natürlich auch geplante Einnahmen, die nun verlustig zu gehen drohten. Und im gleichen Moment hat der Mien davon ausgehen können, wir haben jetzt so eine Mannschaft und müssen investieren. Und weil es keine Förderung gibt, Herr Glawe hat das gesagt, müssen sie ins Kreditgeschäft gehen und sich entsprechende Mittel besorgen. Und jetzt passiert der Prozess, der ruinös ist. Wir haben in dem Radius von 40, 50 Kilometer eine bestimmte Anzahl von Einwohnerinnen und Einwohnern. Und wenn diejenigen, die werden jetzt also um ihre Patientinnen und Patienten kämpfen, wenn das sich nicht rechnet, das Haus in der Mine hat 1 Million Minus gemacht im vergangenen Jahr im Übrigen. Wenn sich das nicht rechnet, müssen Sie Patientinnen und Patienten generieren. Das heißt, Sie müssen Leistungen erbringen, die vermutlich nicht immer medizinisch angezeigt sind.
Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit einer solchen Situation um? Und unsere Überlegung ist, dass es über diese Verständigung der Selbstverwaltung und der Akteure nach Wegen gesucht wird, um entsprechend des Bedarfs sich zu orientieren. Das ist ein bisschen schwammig, aber wir haben unseren Antrag auch, wir haben doch die Weisheit nicht mit Löffeln geschrieben. Wir wissen, dass wir handeln müssen, Herr Glawe. Wir wissen, dass wir handeln müssen. Aber, und das ist jetzt die Frage, lassen wir es treiben? Herr Heidorn will ja vielleicht noch eine Frage stellen. Ich habe ja im Grunde genommen im Wesentlichen darauf schon reagiert. Die Gefahr, die besteht, ist, dass wir Ressourcen verschwenden. Und unser Punkt ist nicht, dass wir dirigieren wollen, sondern dass wir eine Orientierung schaffen wollen, inwiefern man hier ein Planungsinstrument installieren kann. Und das sehen Sie ja in unserem Antrag, wir wollen einen Diskurs anstoßen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wir wollen das schon definitiv einführen. Aber wir müssen, und Herr Glawe, die Kraft haben Sie auf Bundesebene alle Male, dass Sie unter den Kolleginnen und Kollegen deutlich machen, wir müssen darüber reden, wir haben hier einen Handlungsbedarf und können es nicht treiben lassen. Das ist der Punkt. Und die Ressourcen, da wiederhole ich mich, die an der Stelle verschwendet werden, weil sie im Wettbewerb faktisch aufgebraucht werden, die fehlen uns an anderer Stelle. Und das können wir uns nicht leisten. Geht nicht um Kostendämpfung per se, sondern darum, dass wir die Mittel, die wir haben, so wirksam wie möglich einsetzen im Interesse der Patientinnen und Patienten. Das wollte ich Ihnen gerne sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herr Koplin, gestatten Sie noch eine Anfrage des Abgeordneten Herrn Heidorn? Bitte schön. Ich versuche es noch mal anders. Sind Sie mit mir der Meinung, dass eine Planung nur dann Wirkung entfalten kann, wenn ich letztendlich bereit bin, sie durchzusetzen? Ja, sicher. Danke. Wo ist das Problem? Sicher. Vielen Dank.